Am 18. Februar 1546 stirbt in Eisleben in Sachsen Martin Luther. Die Lehre des großen Reformators muss vor dem Hintergrund seines Lebens betrachtet werden. Als Sohn des Bergmannes Hans und seiner Frau Margarete, 1483 geboren, arbeitet er nicht wie sie im Bergbau, sondern widmet sich dem theologischen Studium in Erfurt und Wittenberg. Mit 22 Jahren tritt er dem Augustinerorden bei. Sein Innenleben ist voller Widersprüche. Ein Hang zur Traurigkeit und Humor, Gewissenhaftigkeit und raue Spontanität, furchtsame Selbstzweifel und hervorragende Selbstkenntnis stehen einander ohne Vermittlung gegenüber. Ein Ausgleich ist Luther nur durch die Erfahrungen des Klosterlebens möglich. Auf die Frage, wie kann ich die Barmherzigkeit Gottes erlangen, antwortet ihm die Kirche des späten Mittelalters: Dem, der alles tut, was in seiner Macht steht, verweigert Gott die Gnade nicht. Luther empfindet diesen Gott als zu anspruchsvoll. Darum arbeitet er nach einer Romreise an seiner Rechtfertigungslehre von der Alleinwirksamkeit des Glaubens ohne menschlichen Verdienst. Auch versteht er Gott nicht als unbestimmten Gedanken, sondern als persönliche Realität. Das Unverständnis, auf das Luther in Rom stößt, nährt auch seinen Widerwillen gegen religiöse Auswüchse, besonders den Ablasshandel. In seiner Empörung bringt er am Wittenberger Dom 95 Thesen über die Sünde, die Buße, das Fegefeuer und den Ablass an. Die Aufforderung des Papstes zu widerrufen, verbrennt Luther öffentlich mit einer Abschrift des kanonischen Rechts. Im Jänner 1521 unterzeichnet daraufhin Papst Leo X. die Exkommunikation Luthers. Wegen der Verflechtung kirchlicher und weltlicher Macht verbannt ihn auch Kaiser Karl V. und Luther flieht auf die Wartburg, in den Schutz Friedrichs des Weisen. Hier übersetzt er das Neue Testament. Nachdem Luther das Zölibat für aufgehoben erklärt hat, heiratet er 1525 die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Aus dieser Verbindung gehen zahlreiche Kinder hervor. Luthers Lehren verbreiten sich so radikal, dass es zu politischen und sozialen Umwälzungen kommt. Im Interesse protestantischer Landesherren veröffentlicht er 1525 auch die Schrift »Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern«. Diese sozialkonservative Einstellung kostet Luther viel von seiner Popularität. Doch seine Lehre verbreitet sich rasch über Deutschland, die Schweiz und die skandinavischen Länder. Das Verhalten Kaiser Karls V. gegenüber Luther schwankt zwischen Verfolgung und Toleranz. Beim Ersten Reichstag spricht er ihn frei, während er ihn beim Zweiten verurteilt. Die evangelischen Reichsstände wenden sich in einer Protestation gegen die Durchführung des Edikts und geben damit Anlass zur Bezeichnung als Protestanten. »1546 stirbt Luther und wird in der Schlosskirche zu Wittenberg beigesetzt. Erst 9 Jahre nach seinem Tod erreicht man im Augsburger Religionsfrieden einen Waffenstillstand zwischen Katholiken und Protestanten.«